Hallo meine Freunde und herzlich willkommen. Ich darf euch begrüßen. Ich freue mich natürlich, dass ihr am Start seid. Wünsche euch einen geilen Wochenanfang, einen geilen Montag, falls man das soweit sagen kann. Es gibt ja die Leute, die hassen Montag. Es gibt die, die Montag quasi lieben. Ich sag mal so, das sind wahrscheinlich die Leute, die gerne bei Subway essen, weil da gibt's das geile Italian BMT. Aber, not sponsored oder sowas. Heute gibt's zwar wieder ein Ratenvideo, ihr könnt davon ja mehr oder weniger nicht genug kriegen. Das letzte kam ja auch wieder gut bei euch an. Deswegen gibt es heute mal wieder 6 Champions, die komplett random sind, ja? Keinen Zusammenhang habe ich mir rausgesucht. Sind welche dabei, die relativ einfach sind? Der erste vielleicht zum Beispiel. Sind aber auch, glaube ich, welche, die sind besonders tricky. Fangen wir also auch direkt an und der erste Tipp für den ersten Champion, da sollte man damals vielleicht ein bisschen in der Schule aufgepasst haben. Meine Hautfarbe erhält man, wenn man blau und rot mischt. Ja, der großartige Farbenkreis. Ich weiß gar nicht, welcher Klasse man das hat. In der 4., 5. oder hat man das erst später, 6., 7.? Keine Ahnung. Auf jeden Fall blau und rot mischen. Tja, hätte man da mal aufgepasst. Man kann sich aber auch so ein bisschen grob, ja, erdenken, sag ich mal, ne? Meine Auto-Hit-Verbesserung trifft von hier, aber auch von hier. Tja. Ja, für mich ist das immer alles sehr einfach und ich denke mir, ja, das ist so offensichtlich, ne? Aber wenn man einfach mal 140 oder 14 oder was, weiß ich, wie viele Champions durchgehen muss, ne? Dann, Ich kann Verbündete wachsen lassen. Ja, ich glaube, jetzt haben wir's, oder? Ja, haben wir es jetzt? Soll ich noch ein bisschen weiter nerven? ABC. Ich trage einen, ja, okay, Zauberhut. Ja, okay, aber ich habe gesagt, wir wollen langsam anfangen. Ja, nicht, dass ihr euch beschwert. Ich muss euch ja auch ein bisschen Glücksgefühle geben. Hierbei handelt es sich natürlich offenkundig um Lulu. Ja, ihre Hautfarbe ist lila. Blau und Rot mischen ist lila. Auto-Verbesserung, das ist ja Pixie quasi. Ne, sie schießt ja immer quasi zusätzlich zu ihren Auto-Hits. Und wenn sie ihre Fee auf jemand anders macht, dann kann sie auch von woanders schießen. Verbündete wachsen lassen. Ja, das ist natürlich ihre Ultimate. Und ich habe wirklich überlegt, als ich diesen Tipp reingenommen habe, gibt es überhaupt einen anderen Champion, der irgendwen wachsen lassen kann? Natürlich denkt man vielleicht so, wachsen, das muss eine Pflanze sein, das ist bestimmt Zyra, auch wenn das nicht direkt Sinn macht. Aber, oh mein Gott, New from Julians Block Battle, Richer vs. Sly Bewertung 2018, genau in diesem Moment. Was ist bitte passiert? Aber okay, no Werbung. Ja gut, Champion Nummer 2. Ja, das ploppt hier unten bei mir rechts immer auf. Champion Nummer 2. Meine Zähne können nachwachsen. Wir sind richtig schulisch heute unterwegs. Anatomie. Wobei, das ist eher Discovery Channel. Das lernt man leider nicht in der Schule, muss ich tatsächlich sagen. Meine Zähne können nachwachsen. Bei wem können Zähne nachwachsen? I don't know. Meine Waffe ähnelt der Waffe der, ich kenne sie selber nicht, Klingon Buttless. Oder so ähnlich. Wahrscheinlich schlachtet ihr mich für die Aussprache. Das ist aus Star Trek von den Klingonen. Ja. Ich denke, es gibt so einige Fans. Ich bin nicht so ein, ich weiß nicht, eigentlich bin ich kein Weltraumfreak. So, Fan. Aber Weltraumspiele spiele ich eigentlich ganz gerne, muss ich sagen. Ne? Sowas wie Stellaris oder so. Aber okay. Ne, der Waffe der Klingonen Buzzlet, nenne ich sie einfach mal. Ich bin ein Aufgestiegener. Ja, das sind jetzt alle sehr spezielle Tipps hier, muss man tatsächlich sagen. Da muss man schon irgendwo Erfahrung haben. Aufgestiegener, das ist eine Lore-Geschichte. Ja, Lore. Hat man bei mir mal auf jeden Fall auf dem Kanal gelernt, wenn man das mal mitgekriegt hat. Und wenn ich meine Ult aktiviere, erzeuge ich Wut. Wut. Hierbei handelt es sich um Renektonium, Platonium, Krokodil, der Krokodok. Meine Zähne können nachwachsen, ja, bei Krokodilen wachsen die halt echt nach, ne? Ist halt so, Waffe der Klingonen ist halt so aufgestiegen, ja. Denn auch Xerath und Nasus sind aufgestiegen, ja. Das heißt, die waren irgendwann mal Menschen, so ist das laut der Lore gewesen. Und es gibt ein Ritual, das war auch übrigens bei Asir so. Und dann können die nach diesem Ritual, werden die wiedergeboren als, ja, irgendwas krasses, ne, als so ein Tier, ne. Asir, ja, Xerath ist halt kein Tier, aber er ist halt krass, ne, und Nasus, Renekton gehören ebenfalls dazu. Welche übrigens auch Brüder sind. Ja, und Ulti aktivieren ist klar, ne? Weiter geht's mit, ich wollte gerade den Champion sagen, mit dem nächsten Champion. Ich habe glühende Hände. Welcher Champion könnte das sein? Ich verfüge über Feuerattacken. Tobi, ich weiß jetzt schon, welcher Champion das ist. Schon beim ersten Tipp wusste ich, welcher Champion das ist. Ich habe einen Spell, einen Zauber, der abprallen kann. Tobi, das ist so einfach. Jeder kennt diesen Champion. Dachtet ihr bis jetzt? Nämlich, jetzt kommt, ich habe einen roten Bart. What? Ja, ich habe einen roten Bart. Also ich nicht, aber die Figur halt. Ja! Ich meine, es
können nicht so viele Champions sein, aber... Ich denke, ich habe euch sehr, sehr erfolgreich in die falsche Richtung gebaitet. Sehr, 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 sehr erfolgreich. Und zwar in die Richtung Brand. Ne, es hätte alles auf Brand passen können. Es ist aber Ornn. Ne? Mein letzter Tipp war dann sehr speziell. Ornn, meine Freunde, ja. Glühende Hände. Die eine Hand ist unter so einem Handschuh, aber sie wird mit Sicherheit auch glühen. Feuerattacken, abprallen. Ne? Abprallen ist seine Ultimate, ne? Ja, die kann abprallen an ihm selber. Klar. Ja. Champion Nesta. Ich bin ein Champion, da lehne ich mich jetzt sehr weit aus dem Fenster, gegen den du nicht gerne spielst. Ja, gegen den du nicht gerne spielst. Auf der Lane vielleicht, ja, der ein oder andere. Aber definitiv nicht im Late Game. Ich gehe 0-4 in der Lane. Also ich meistens auch, aber der Champion. Aber wenn der Moment passend ist, dann töte ich dein ganzes Team. Außerdem besitze ich einen Channeling-Spell. Ja, Channeling sind so Zauber, die quasi wie beschreibt man das, Alter? Die halt im Stehen ausgeführt werden. Man kann sich in der Zeit nicht bewegen, man muss sich dafür konzentrieren. Ja, fokussieren. Wenn du wegrennst, töte ich dich. Du überlebst nur, wenn du mir entgegenkommst. Das ist das Allerwichtigste, holy shit. Also Leute, die mein Brabbeln irgendwann mal ab und zu zuhören, die wissen auf jeden Fall, welcher Champion das ist. Alleine am letzten Tipp schon. Und zwar handelt es sich hierbei um Katarina, ja. Katarina spielt, glaube ich, so, also ich habe mich da wirklich weit rausgelehnt, aber ich glaube, gegen Katarina spielt niemand gerne. Und ja, es gibt einige Leute, die spielen gerne gegen sie, zum Beispiel ich, weil in der Lane mache ich sie fast immer kaputt. Es macht Spaß, gegen Katarina in der Lane zu spielen, wenn man weiß, wie Katarina funktioniert. Sie ist super easy zu kaputt zu smashen. Aber selbst wenn du sie 0-4 machst, wie der zweite Tipp ist, irgendwo kommt sie mal wieder Botlane roam oder irgendwo in einem Teamfight und dann stirbt dein ganzes Team, ne? Und dann ist es scheiße, gegen Katarina zu spielen, ne? Ja, Channeling Spell ist die Ultimate und wenn du wegrennst, töte ich dich. Ja, das ist das Allerwichtigste, um gegen Katarina erfolgreich zu spielen. Das verstehen leider wirklich viele Leute in Diamond 5 nicht mal. Das ist super traurig. Ihr müsst, wenn sie das Q auf euch wirft, immer ihr entgegenlaufen, ne? Sonst springt sie quasi, ihr lauft quasi in den Dolch rein und dann springt sie dahin und ihr sterbt. Und dann killt sie euch. Wenn ihr entgegenlauft, was zwar komisch klingt, aber da hat sie kein Damage mehr für eure Combo. Weiter geht es. Auch hier sehr komische Tipps, muss man sagen. Obwohl man es mir nicht ansieht, bin ich dennoch broken. Ja, bro. Also, komplett broken im Game. Ich bin nett und freundlich. Und trotzdem hassen mich sehr viele. Wenn du mich anspringst, dann unterbreche ich das. Und der letzte Tipp, der ist sehr, sehr speziell und sehr, sehr offenkundig, aber viel Spaß. Ich muss durch den Monsun. Ja, das war's mit Janna natürlich. Janna. Janna ist natürlich komplett broken schon seit Ewigkeiten, ja. Ihr seht das vielleicht nicht an, weil sie halt so eine kleine Wetterfee ist, aber und ein Supporter und nicht so ein gefräßiger Wolf, der dich einfach wegsnackt. Aber es ist halt komplett GG, ne? Janna ist zum Kotzen. Gibt genug Leute, die Janna bannen. Gerade auch, weil für Jungler ist sie zum Kotzen, für Assassins ist sie zum Kotzen, für Bruiser ist sie zum Kotzen, ne? Alles, was dahin springt, zum Beispiel ein Sekt, wird einfach komplett unterbrochen, ne? Ein Talon wird es auch einfach weggeschubst, ne? Und natürlich der letzte Tipp, ne, Monsoon, da brauchen wir nicht drüber reden, ist ihre Ultimate. Ja, und damit, meine Freunde, kommen wir zum letzten Champion. Der wird wieder so ein bisschen knackiger, ja. Ja, vielleicht, also ich malt euch nicht zu viel Hoffnung, aber okay. Ich kann mich durch Gegner hindurch bewegen. Das können gar nicht so viele Champions tatsächlich. Also eigentlich ist das schon gar nicht so einfach, schwer, meine ich. Also ja. Bananen essen verhilft zu Energie. Also ist halt tatsächlich wirklich so, ne? Bananen sollen gute Laune geben. Gelbe Bananen haben kurzkettige Kohlenhydrate und grüne Bananen, die nicht so reif sind, haben langkettige. Also ihr solltet schon die gelben essen, aber nur mal so hier gedroppt. Wer in meiner Nähe bleibt, wird gestunt. Bam. Bam. Und der letzte Tipp, der allerletzte Tipp wirklich, ne? Also ist der letzte Champ, der letzte Tipp. Meine Zauber hinterlassen jeden Gegner geschockt. Ja, meine Freunde, hierbei handelt es sich tatsächlich um Cannon, ne? Kann sich der Gegner durchbewegen,
Ich glaube, dieser Bananentipp, da habe ich euch vielleicht wieder so ein bisschen gebaitet. Das macht mir auf jeden Fall Spaß. Banane, das muss bestimmt Wukong sein. Der kann, glaube ich, unsichtbar auch durch Gegner durchlaufen, ne? Aber der, es geht gar nicht um die Banane, sondern um die Energie. Er hat Energie einfach, ne? Gegner, die in seiner Ulti bleiben, werden natürlich gestunt. Und Zauber hinterlassen Gegner wortwörtlich geschockt. Ne? Er hat alles Blitz, ne? Blitze, Schocken, etc. Ja, ihr könnt mir absolut gerne mal droppen, wie ihr die Tipps fandet, wie viele ihr erraten habt. Das ist immer ganz, ganz wichtig. Ich habe euch oben wieder ein Voting reingemacht. Da könnt ihr diesmal einfach abstimmen, wie viele ihr erraten habt, ne? Aber auch hier nicht schlimm, wenn ihr nur einen erraten habt. Das ist manchmal ja auch ganz cool. Auch grundsätzlich, ob welche Tipps ihr vielleicht cool fandet, welche Tipps ihr richtig scheiße fandet, wo ihr nichts mit anfangen könnt, das könnt ihr gerne droppen, ne? Ich muss mich ja da ein bisschen reinfriemeln und so weiter. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Auf Wiedersehen und tschüss.